Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 4 aus dem Jahre 2005, das Original. Ja, es geht weiter. In der letzten Folge hatten wir den Verdugo platt gemacht, sind irgendwie runtergestürzt und alles könnt ihr in der letzten Folge sehen. Wir sind fast platt gemacht worden vor einem hässlichen Mistvieh, das sich Verdugo nennt. Ja. Machen wir mal so. Dann lassen wir es mal so. So. Es geht natürlich weiter. Let's go. Und ich habe auch gefühlt keine Money. Also kein Geld. Ich sehe meine alten Freunde wieder. Boah, Alter. Ein anderer ist ja mutiert. Mehr hat er anscheinend keinen Bock. Ich glaube, der hasst mich. Dachte sie auch noch so, ach nee, nicht schon wieder der. Ich mutiere, ich lasse das mal mit mutieren. Ich habe auch in der letzten Folge die Broken Butterfly an und falls ihr fragt, ich habe meinen Ventilator an, also falls ich es komisch hier anhört, dann wisst ihr es jetzt. Alter! Mann, ihr seid hässlich. Check das doch mal. Wir können jetzt so. Nee, so, das packen wir mal nach unten. Geht nach oben, das geht nach oben. In die Sniper kurz. Schlender mal hier hin. Zack. Ist schon robust. Der alte Rentner. Oh, was ist das? Woher wusste ich, dass da noch welche kommen? Hm? Einmal aufhören, mich zu nerven. Geht das rein zufällig irgendwann mal? Das sehen wir mal nicht. Nee. Das geht. Einfach tot bleibt. Ist das mal möglich irgendwann? Oh Gott! Junge! Was ein Psychopath! Digga, was war das für ein Soziopath? Wir spielen hier nicht. Fang die Axt. Da mach ich nicht mit! Spiele nicht, fang die Axt. Was war das denn? Hi. Hat da gerade jemand hier gesagt? Pass mal auf deinen Arsch auf. Mein Arsch ist leider nicht so gut geschützt wie der restliche Teil deines Körpers. Oh, Sniper habe ich gar nicht. Alter, Shotgun, was ist da denn los? Alter. Aber ich laufe weiter erstmal mit der Broken Butterfly rum. Oh, was muss ich hier machen? Stromversorgung ist, glaube ich, schon an. Hm. Ja. Spiel hat immer noch Probleme manchmal mit der Kamera. Die Plagas-Proben, die Plagas, bla bla bla, kennen wir ja alle schon. Hebel drücken. Und
Bohrt hier gerade jemand politisch? Hört mal da auf den Boden. Du sollst auf dem Boden bleiben. Bleib! Und dann macht's noch Bumm. Ist klar. Ich habe auch echt gar nichts an Muni. Muss ich auch irgendwann mal verbessern, die Waffe hier. Ich hoffe, jetzt muss ich nicht 10.000 Mal hier hoch und runter laufen. Ist für volle Kanne irgendwie. Gesammelt, nein, und das war noch. Behält Dynamit. Ja. Mir ist aufgefallen, dass man im Moment irgendwie keine MP hat. Das Feld steht mir im Weg. Was tun wir? Wir bewegen uns da weg. Sonst haben wir gleich ein gutes Happy Ende. Mhm. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir müssen da lang, okay. Und dann kommen wir wahrscheinlich raus, oder? Aber wie auch immer das klar ist, dass man hier nicht geordnen, einfach nicht ordnen kann, so richtig. Aber ey. Oh Scheiße, was ist das denn hier? Okay. Immer nichts negativ hier. Einfach nichts negativ sehen. Aber irgendwas hat mir, es wird gleich super nervig. Glück, dass ich so viele Granaten gespawnt. Ich habe auch halb keinen Bock, gerade erste Hilfe zu verwenden. Und lass ich das mal erstmal bei mir. So. Dann bewege ich mich mal zur Tür und dann habe ich das jetzt. Und zack. Einmal hier hoch. Nein. Mal loslassen. Jetzt! Noch der Ekel da. Ekelsack.
So. Wegnehmen. Ist bereit. Aber ich port dich hier wieder. Halt. Ja, ich hasse diese Giganten, Alter! Warte, er hat mich! Ist blockiert, ist klar. Feigen, die langsam nervt's. Aua! Ich hatte mal viel Heilung. Ist vorbei. Der Tag der ganzen Heilung ist vorbei. Boah, Alter! Kannst du mich mal loslassen? Ich bin kein Stofftier. Scheiß drauf, ich kletter. Ihr wollt mich treten! Oh mein, aua. Ich dachte, man hat das Spiel erfunden ohne treten. Ich scheiße aber auch irgendwie auf die Regeln. Ich denke, was hat mir das jetzt sicher nicht. Oh Mann. Hä? Bin viel Hater aus. Ich hab gar nichts mehr wegen dir. Aber nicht nachfragen, wie viel der aushält. Ui! Holla!
knallt der Fuß auf mich drauf. Ich auch nur noch so, wenn du mich tötest, nehme ich dich auch noch mit ins Grab. Digga, ich hab gut an Schrotflinte. Das klingt nicht gut. Oh Mann. Dann wie die Schrotti. Hier oben. Ja, hinter mir hängen. Oh, zwei haben es überlebt. Reicht doch jetzt. Mal ernsthaft. Reicht. ...2005 ist so hardcore gewesen mit dem Videospielen, alter Schwede. Schalter drücken, ja. Oh Gott. Also aus friedvolle Scheiße. Hey, hey, ich hab viel gedrückt, hallo? Hallo? Was soll der Scheiß? Bleib mal unten. Boden der Tatsachen, Alter. Hier, Alter. Man hier echt alles so ruinieren, was man haben kann. Da unten war ich ja und da hinten ist noch ein Eingang, den ich nicht gesehen habe, weil ich einfach absolut verblindet bin. Ich hatte mal gut Pistolen-Muni. Oh, die Zeit ist jetzt auch vorbei wieder. Jetzt muss ich wieder erstmal Ordnung schaffen. Und da kommt einer rein. Krieg doch! Ja, warum hast du so Probleme beim Treten? Von diesem scheiß Ungeziefer hier. Digga, was ist das?
Das nervt. Seid mal tot. Das Viecher, Alter. Das habe ich jetzt nicht kommen gesehen. Jetzt sag jetzt nicht wieder alles von vorne. Jetzt. Hoch. Hier kann ich hin. Runter. Das sind drei. Come on, drei. Digga. Welcher Idiot denkt, das macht Spaß? Durch die Höllenfallen zu laufen. Jetzt. Jetzt. Digga, hier kriege ich eine psychische Therapie. Ich kann nicht sprinten in diesen Drecks Resident Evil Games. Du kannst im Resident Evil nicht sprinten. Das ist unmöglich. Oder soll ich da etwa was wegballern? Digga, ist halt so nervig jetzt. Soll ich das machen? Wie soll man das machen können? Manchmal bin ich echt am Überlegen, ob Capcom manchmal missgebaut hat. Oder es einfach gut meint mit ihren Spielen. Ich weiß. Manche Menschen mögen Resident Evil. Ich mag es ja auch. Gern zocken. Manchmal gibt es ja echt diese Zeiten, wo du denkst, scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Immer auf den letzten! Man kann die Zeit nicht langsam drehen! Ich kann es so nicht machen! Hänge ich da jetzt für 23.000 Jahre fest? Wieder ordnen. Heilung. Da ist ein Hebel. Ja. Thank you.
Wozu bringt mir dieser Hebel was? Sag mal, willst du mich verarschen? Ah, guck mal da hin. Oh mein Gott. Und welcher Psychopath dachte sich diese Scheiße aus? Welcher Psychopath hat sich diese ausgedacht? Jetzt bin ich 6-mal gestorben, nur wegen dieser Kacke. Sind bald bei 60 mal gespeichert, Alter. 59. Es ist ja eh das Original. Und jetzt werde ich wieder aus diesem Kack draußen, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich bleibe jetzt draußen. Ich kündige. Scheiß drauf. Ich kann sich selbst retten. Ich mache das nicht normal. Ist das hier Brief von Ada? Von Ada an Leon. Welcome. Liebe findet immer einen Weg. Got some rare. Ja, ja. Ah. Is that all? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Thank you. Is that all? Is that all? They come back anytime. Vielleicht später, anytime. Nicht jetzt. Bin ich erstmal wieder hier draußen. Und lauf wieder rum. Kamen mir alle entgegen, hatten alle nix. Nicht mal etwas. Ich hab die ganze Zeit diese fucking Flashbangs. Hier liegt noch ein Schatz.
Und dann gehen wir mal zu der Tür. Und dann können wir hier lang. Yay! Vom Dach, da klettert er die Treppen runter, ne? Hier steht Sand, verbirgt alles. Oh mein Gott, nein. Geil, endlich habe ich noch Rasierer wieder. Und mal hoch. Oh Mann. Ich glaube, der hat einen guten Tag. Überlebst das gefühlt. Das war's, ich flashbang euch tot. Kann ich ein bisschen mehr sparen.
Hehe, ich kann Kung Fu. Oh, ich hoffe, das reicht noch. Bitte, hoffen. Oben noch nicht gelootet in dem Haus, in dieser komischen Steinhütte, oder? Oh mein Gott, das Spiel wird echt immer durchgeknallter. Okay, doch, hier oben habe ich gelootet. Umwerfen, rausspringen, rückwärts also. Meine Güte, hier liegen auch Bärenfallen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Waffe ist schon ganz schön OP, muss ich zugeben. Und hier haben wir noch ein rotes Kraut. Ja, sorry, ich hab doch schon genug. Okay. Vor allem, dass es natürlich nach rechts aufgeht, ne? Was brauchst du denn dafür einen Schlüssel? Laden. Mann, das nervt! Missgeburt. So, oh, Alter. Zwei richtig krasse Kräuter eigentlich. Kräuter der Provence. Richtig krass. Kann ich auch irgendwie speichern? Ich würde es feiern und irgendwie hat sich gerade die komplett in Pixel verwandelt. Hat sich gerade wirklich legit alles in Pixel wieder verwandelt, Alter. Nein. So, anscheinend wird es ja heute auch wieder ein nächstes Video. Wenn wir jetzt ein bisschen Zug fahren. Und ich wahrscheinlich jetzt erstmal sehr viele Probleme haben werde mit ein paar Gegnern. Hier ein bisschen hinten stehen. Komm her. Komm rüber. Komm rüber. Ich hab gesagt, du sollst rüberkommen. Wir nachladen kurz, weil das wird extrem. Okay, habe ich noch genug? Oi. Wäre das wert, aber irgendwie. To say goodbye, my friend. Bleib doch liegen! Ui! Oh,
Oi! Lad nach! Oh mein Gott. Durch. Durchschaden. Oh Mann. Oh Mann. Können wir gleich weitermachen, kurz Break. Ja. Einsam, ich weiß aber nicht, was genau. Geld. Es sieht nicht gut aus. Und da kommt ein neuer. Aua. Einmal kurz heilen, Alter. Ach du Scheiße! Okay. Oh mein Gott! Todessehnsucht habe ich nicht. Ich habe nur Munitionsmangel sehr stark. Ah, ich will hier raus, ich will hier raus, Alter. Leck mich am Arsch, ich möchte hier nicht mehr drin sein, Alter. Ich will hier raus aus diesem Gebäude. Raus aus Brüssel. Einfach da raus. Dann gibt es ja auch nicht mal einen Händler in meiner Nähe. Moment mal, gehe ich hier richtig? Nee, warte mal. Da muss ich lang. Dann drehen wir jetzt wieder so eine richtig lange Mega-Folge. Wir suchen einen Händler. Mhm. Sie ist verschlossen. Jetzt ist sie nicht mehr verschlossen. Sie war verschlossen. Und geht's wieder dahin, wo der Bardugo war. Nein, wir haben jetzt Kapitel 4,3, Alter. 4,3. Wir haben das Spiel bald durch, fällt mir gerade auf. Ich habe extremst gut Geld, extremst gut Cash. Und ja, jetzt will ich mal kurz gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie auch einen Händler oder so finden. Oder anscheinend nicht, aber egal. Das war's mit der Folge Resident Evil 4. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.